Moin, ich bin's, Husewix. Heute gibt's den letzten Raid und sehr viel dämliches Gelaber aus dem Wipe mit Marco und Andy, weil ich habe den Raid irgendwie vergessen. Keine Ahnung. So viel gibt's da eigentlich gar nicht zu sagen. Viel Spaß. Darf ich jetzt? Nee. Ich mache aber jetzt einfach. 3, 2, 1. Wer opfert sich jetzt hier, um da runter zu bauen? Du? Ich opfer mich. Ich! Ich mach die Kombizange. Andi war die Kombizange. Da wird so reingekombizankt. Gezankt. Gezankt. Rein mit der Zang, sage ich immer. Margot mich auch schon oft sagen hören. Zangle, 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 Maschine, Manchmal Alter. fange ich den Raid an und leite den einen, der mich dreimal laut sagt, rein mit der Zang. Wow. Ein mit der Zange, Junge, rein! Tschu! So, kann ich schon die Kombizange ansetzen oder noch Setz nicht? an! Ja, na klar. Man muss eine tiefe Zang rein, sage ich immer. Ja, wenn Marco wieder mit der kurzen ansetzt, klar nicht Tricks, ja. Ja, das musst du eine lange, weißt du, die du so verstellen kannst. So eine lange, die aber in der Mitte auch noch was zum Abzwicken hat. Ja, genau. So eine, wie So man eine so für. Kombizange hat, so eine Nee, richtige so, nee, nee, Kombizange. wir bauen einfach so eine, wie man so für so Kabel benutzt, weißt du? Die hat doch so 700 verschiedene Features. Ja, genau, die bauen wir. Digga, Schon. wie macht man denn eine Greifzange? Ich sterb doch, wenn ich hier runtergehe. Auch Andi, komm! Lass mich die Kneifzange ansetzen. Nee, jetzt wollen wir keine Digga, Kneifzange mehr, jetzt wollen ich wir so eine krieg die Zange Kabelzange. hier So eine raus. Kabelzange, so eine Kabelzange wollen wir. Ich suche euch so ein Bild raus, wie es haben will. Hier, schaut mal kurz in den JC-Chat. So eine möchte ich Ich gern. bin hier gerade ganz krass am Zängeln. Wow, so eine habe ich zu Hause. Ja, die sind nach ISO genormt, da wirst du, also das ist krank. Da kannst du schon alles mit den Kabeln machen, sag ich dir. Die Kabel, die gehen freiwillig weg. Wir können nicht weiter Digga, runter. die haben den Anti-Zangenschutz auf dem Server. Ja, die haben Anti-Tangenschutz zur Hand. Was haben die? Das Ding ist over. Warum? Die haben einen Die Zangenschutz auf haben diesem einen Server. Tangenschutz. Ich glaub, du lügst. Krank. Wieso Nee! haben die. Digga, nee, ich will nicht mehr. Die haben einen Zangenschutz, das ist krank. Einen Tankschutz, aber wir können uns doch einmal oben drüber nach hinten durch. Na gut, bringt aber da war nichts. Ist halt krass. Digga, wieso hat man den Zangenschutz? Gekontertankt einfach, das ist krass. Was ist, wenn wir ganz links? Ah, nee. Digga, ich würde einen Rückzug ansetzen. Ich habe keinen Bock, drei Tower zu saugen. Das ist 6x da drin, du kannst wegblowen. Ist nicht 6x. Ist 6x. 100%. 100%. Ich gehe einfach höher. Da bin ich ja out of diesen 8 Foundies. Dann baue Ja, ich nach danach. hinten, dann baue ich nach hinten und dann Und droppen wir dann uns wieder mit Stego droppen wir rein. mit Stego Rocket Launcher rein. Ja, das meine ich ja. Okay. Ja, dann müssen wir halt jetzt. Das ist ja dann keine Kneifzange mehr. Das ist ja dann irgendwas anderes. Das ist irgendwie so. Weiß nicht. Was ist das dann? Eine Schaufel Eine eigentlich? Notlösung. Brecheisen oder so. Die polnische Lösung. Oh, Jungs, das funktioniert sehr gut. Hol Stegos und Rocket Launcher und Plack. Oh. Geht die Zange hier gut oder wie? Die Zange funktioniert sehr gut hier. Ja, wir sind genau drüber, geil. Oh, mehr Seelings, dann sind wir voll drin in der Olga. Soll ich die holen? Ja, Ich bitte. hol dir welche, warte kurz. 3, 2, 1. Ja. Ja, Hat es macht. absolut nicht gerödelt. Nee, aber es macht Damage. Digga, hier schießt nichts. Rein, Marco. Woppa! Anders wieder da, Digga. Er lässt noch eine Runde, oder was? Nee, er ist fast tot. Ich stand halt echt lange drin und hab gewartet, dass ich sterbe. Rein da! Digga, da schießt nix. Oh. Server Crash wegen einem Rocket Schuss. True, Server Crash. Kann. Reinrödeln! Digga! Ja! Ich Ich bin in die Mitte rein. reingefallen, let's go! Es leckt alles komplett weg, Digga. What the fuck? Ich bin in der Mitte drin. Das ist Ja, aber gut, weil dann ich auch, schießen keine ein Turrets. Dann Tower drauf, schießen ein keine Tower drauf Turrets. schon. Digga, ich seh nur die Damage-Zahlen. Leck mir die Kimme. Dann schießen die Turrets weg, das ist geil. Oh! Ganz Tower drauf, ganz Tower drauf! Ja, ich reload seit 2 Minuten. Ich hab keine Und Rocket bin mehr, du musst unter Power schießen. auch gerödelt. Ja, ich hab noch 12, aber ich reload halt seit 2 Minuten. Ja, ich versuche seit 2 Minuten zum Zuschauen zu kommen, aber immer wenn ich da bin, dann. Ich glaube, der Server ist tot. Ah, ne, ich bin wieder in der Vorbe. Digga, ich will da einfach nur zuschauen. Ich kann nicht. Ich bin dann immer vorne und dann auf einmal bin ich wieder bei der Vorbe. Ich saug, bin tot. Ja, aber ich reload jedes Mal dreimal wegen dem Lag. Digga, ich. Bin tot. Egal, einmal noch rein, das ist der Torweg. Was haltet ihr von meinem Stego? Der ist lecker schmeckt so. Junge.
Du musst da wegmoven, Jonas! Digga! Hä, Digga, warum? Och, Jonas, warum Digga, du musst. Digga, halt mal deine Fresse, der Stand hat 30 Sekunden, ist nichts passiert! Die Zange ist tot, Digga! Du musst direkt runterlaufen mit dem Stego, sonst kriegst du Hits! Das ist Gekäppe, das ist Gemeck, ist das Gekäpp! Geh rein da jetzt! Halt die Schnauze, ich mach was ich will! Alter, wir drehen! Oh, er ist schlecht! Halt die Fresse, Digga! Hier oben ist noch dran, du Lachsnacken, in der Ecke da! Gar nicht! Er mault mich an, Alter, der Stego steht da 30 Sekunden, chillt, auf einmal schießt es Turrets, sorry, Digga, ich kann nicht mit Turrets reden, Alter. Was los? Boah, warum bist du so? Ich glaub, das ist ein Dauer. Mana-Boss killt bei Terry. Ey, warum bist du so gestorben, Digga? Ja, weiß ich nicht, vielleicht weil ich keinen Mad Bruce hatte und auf einmal da so gestresst wurde, weil ich auf einmal das Turret kontrolliere. Ich bin auf einmal irgendwie Turret-Flüsterer geworden oder so. Geil. Digga, fängt es da an, in das Ceiling zu ballern, er tut so, als hätte das Turret auf Aggressive gewisselt. Mach Meter. Ich bin 6, du Arsch. Lauf da doch rein! Mein Game ist gecrashed. Rein. Mein Game ist gecrashed, sagt der Digga, der hässliche. Ja, ich bin weggebounced, bin gefickt. Er holt den voll von oben nach unten ab, Alter. Oh. Ich schieb mir nicht, ich kann nicht mehr drin. Das ist scheiße. Er ist lag grad. Bin gleich auch unten im Tower, das sage ich jetzt schon. Tower gone. Hab ihn. Und sonst kannst du die Kneifzange weiterbauen. Leider nicht. Warum nicht? Ich hab einfach keine Lust so. Andi, könnt nochmal aufhören, hier einzuschießen jetzt, Mann. Ich mach halt Meter, was glaubst du denn? Naja. Okay, das Einzige, was ich mache. Ich geh die Meter dafür halt viermal. Hallo, ich baue Foundation Support, Foundation Support! Wohin? Nach hinten oder was? Naja, ha! Was? Naja, ha! Nach vorne nicht bestimmt schlecht. Nicht! Andi, mach mal Support, ich muss kicken, wie so wie hässiger. Also, so lange wie das hier dauert, ich hol mir jetzt ein Eis. Digga, was geht denn hier ab, Alter? Ist gecrashed, Digga. Och, Mann, was ne Fick-Scheiße. Du craftest was ein fucking D-Thing zu... Mein Gott, ist der selber wieder im A rumscheißen, Alter. Nee, ich glaube, das ist ja gar nicht das Problem gerade. Was dann? Deine Einstellung allgemein. Ja, Digga, Mann, jetzt werde ich gecreased von Lal Schwanzbach. Fick dich! Jetzt selber die scheiß Dings von... Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber auf jeden Fall hatte ich kurz Support, jetzt habe ich auf jeden Fall keinen mehr. Aber jetzt ja, weil Lal Schwanzbach mir reingepusht hat. Der warum drückt nicht ab, oder? Warum liegt der eigentlich beide da sowieso beständig abgeholt? Weil ich hier zugucken will, was ihr da macht. Ich habe gar keinen Stego dabei. Oh! Er ist in unsere Turret Trap reingeflogen. Was machst du da? Du musst noch nach unten, Marco. Egal, ich kann Mann, jetzt kann ich nicht poppen. Bin voll drin. Ja, und ich kann nicht poppen, weil es so leckt. Ist ja einfach nur ein grünen Ball da, jetzt bist du aber runtergefallen, jetzt ist schlecht. Digga, nevermind, du hast einfach alles abgeräumt schon. Krank. Digga, kann die Sachen. Ja, die Sachen splittern dann nacheinander weg, ich weiß auch nicht, was da passiert. Bei mir splittert der ganze Tower in alle Richtungen weg, nach und nach. Rücken! Was? Ich bin jetzt schon ausgezogen. Ja, Andi. Ich hab jetzt schon keine Handschuhe mehr an, wie schlecht. Reload! Einer geht noch. Ja! Der hat aber auch gezwirbelt, Alter. Den haben sie gespürt. Der hat geschmeckt! Also, den spürt man im Tri-Block, den Hit. Digga, holy shit, knallt das da in die Fresse rein. Ja. Dass Marco auch den Server killt, ist auch. Ja, dass Marco den Server crasht, ist halt krank. Schon wieder! Mann, ich bin ganz unten wegen dir. Digga, der Stego hat sich weg, den Peter. Ich habe keine Ahnung, wo er auf einmal war. Das Ding ist, wir schießen einfach, obwohl wir nicht reloaden und obwohl wir kein Damage kriegen. Das ist doch scheiße, Digga. Ich bin einfach tot gewesen jetzt gerade. Ja, aber ich räume ab wie Sau. Schieß an die. Ich spam mehr wie keine Ahnung was. Kill die Connection, das ist der Tower weg. Schieß an die. Digga, ich drück mit zwei Händen. Das ist so geil, wie die Turrets immer anfangen zu schießen und dann BUM und Server stoppt. Erstmal eine Minute wieder weg. Ja! Weg ist er. Geil, Andi!
Ja, ich kann die Videos nicht schauen. Wieso kannst du die Videos nicht schauen? Welche Videos? Meine Stimme fuckt mich ab. Meine Stimme fuckt mich ab, Digga. Mein Dialekt fuckt mich ab. Digga, die glauben, ein Behinderter ist ein Tribe, wenn ich rede. Komisch, kaum ohne Simi ist das wieder unterhaltsam. Was, echt? Ja. Dan ist jung. Sehe ich nicht die Meter irgendwie? Ja, holt eine Karte und eine Schläge, wir können da easy reinschmeißen. Wo sehe ich die Meter von der Wall? Mit Spike. Hat jemand einen Text geholt und kann Kaki und Stego holen? Ich habe nämlich absolut nur Flak an. Andi, auf. Haben wir das da hier? Ja, oben im Repli drin. Habe ich mitgebracht. Ich würde gerne den Kaki-Mann machen. Ja. Ich bin zu sehr Zuschauer. Die Zuschauer. Ich dachte, wir wollen Mana-Action machen. Stego, das geht viel besser. Also irgendwas wollte mich gerade umbringen in meinem Kopf. Aus irgendeinem Grund wollte ich da vorne zu der Foundation dahin rennen. Und ich weiß nicht warum, aber auf der Mitte des Weges habe ich gemerkt, warte mal, der Tower schießt dann. Aber irgendwas in meinem Kopf hat mich gerade dazu gebracht, dass ich dahin rennen wollte. Luna Ceiling, Andy Main Charakter im Tribe, for real. Das sind meine Fanboys. Andy Hashtag 1. Ja, das sind meine Fanboys. Digga, warum hat das Seko und so? Warum hat der eine einen Harpoon Launcher als Profilbild auf YouTube? Weil das Xeko ist. Digga. Er hat einfach erst große Harpoon Launcher Fan scheinbar. Ja, er spielt auch Millipop. Ich jetzt? Sehr viel Schwein, Digga. Moment mal, Marco. Warum? Da hatten wir ja mal auch mal so eine Phase. Ja, okay. Wo du angefangen hast, die Cliff-Plattforms zu schlagen. Hast du recht. Soll ich dich einfach mal reinrödeln, oder wie? Rödel, einfach straight. Das wird halt schwierig, ich stehe halt hier an der Senke. Ja, Quatsch. Rödelt. Oh, Andi schießt! Oh, Andi ist voll drin. Ich krieg auch kaum Hits. Das leckt auch wieder schön durch, geil. Geil, easy, geiler Bild, by the way, geiler Bild. Digga, Andi ist durch einfach. Ne, ich bin tot, hab ich gesagt. Ja, aber du bist, also gefühlt bist du durch. Ah, nee, bessere Flugkurve diesmal, bessere. Na, Korrödeln. Ich hab ne Crafting, ich hab ein Loch in die Crafting. Digga, du hast die Katze. Ich sag doch, die Wall schießt nicht nach hinten. Digga, du kriegst fast keine Hits, knödel rein jetzt. Ja komm, ich schmeiß ihn hinterher, Grobro. Schieß mich durch, wenn du kannst. Er hat gekackt! Nee, ich bin gegen den Fans geknallt. Oh nee. Digga, er kannte sich, Alter. Ja, aber jetzt ist unfassbares Loch drin. Jetzt kriege ich euch da so rein in den Lachs. Digga, sind die Türen leer dahinter. Oder warum schießt da die Hälfte nicht? Weil ich dahinter bin, gefühlt. Ready? Ja. Ich aim tiefer mal, oder? Ja. Aim tief. Perfekt. Aha. Ja, ein bisschen zu tief. Marco ist aber drin, glaube ich. Schau, die Chat ist dahinter, oder? Hä? Du bist in einem anderen Stück, Buddy, wie geil. Marco ist tief drin. Ja, aber der ist gebrochene Knoks, hat er. Bitte! Er ist so tief drin. Digga, du brauchst unbedingt irgendwas zum Healen, Mann. Ja. Jetzt ein Bett. Du hast übelst gebrochene Knoks. Oh, Knoks? Bin nicht so heiß. Ich hab die ganze Zeit. Ja, ich verliere Leben, ja. Dann verlierst du Leben. Ja, ich komm jetzt rein. Was mit dem Schiffeln jetzt, Digga? Ich glaube, der ist aggressiv. Oh. Ich komm jetzt rein, Digga. Ich bin doch nur abgestiegen. Ich will auch mit rein. Soll ich mit dir mitgehen oder soll ich mit der Owl? Ich würde mit der Owl gehen, wenn du. Also du kannst auch mitkommen, aber du. Also ich bin halt dumm. Lass mich rein. Auf keinen Fall darfst du vergessen, dass ich sehr dumm bin. Ja, okay, dann ride du. Ich frage, es geht jumpig. Hoch und dann nach vorne löschen einfach. Das ist ein Riesenloch, Mann. Ja, ein bisschen höher wäre gut gewesen. Ich bin irgendwie auch abgestiegen. Naja, ist hintergekommen, ist doch scheiße. Jetzt muss ich wieder das Aufnahme. Du hast ja gar kein Damage bekommen, Bro. Nein, Mana, ist Crank. Ich glaube oben irgendwo bestimmt. Da wir haben hier Cliffs über mir, glaube ich. Da war es grün. Oh, grün. Können wir poppen? Können wir rein, Daniel, was? In die Ort, in die Mast? Ich nehme auf. Ich glaube die andere. Ich gehe zu den Karchas rüber. Oh, geil. Andi weigert sich wieder gegen ein Drei. Zeichen der Freundschaft. Zwei! Achso, na gut, okay. Geht schon los. Mast! Oh, geil. Kein Mietfahrer. Nein, Mast auch.
ich geh so hier hinten hin. Oh, okay, nix. Ich brauch Buff. Digga, ich hab mich wieder an die Jutis gewagt, ich Dulli. Ich geh an die Stegos wie so ein Schwanz und krieg keinen Buff. Und ich kill sie alle. Geil. Alter, der hat die Gigas beschützt, ich komm nicht durch die Billboards. Du musst die blaue, Bro. Zugriff! Zugriff! Ich kann alle in den Arsch nehmen. Adi, rein, Adi, ja, Adi, schön. Rein in die Mast. Sehr schön. Alter! Ja, da war. Hast du Ausbildung zum Sprengmeister oder sowas? Ja, klar, was glaubst du? Ich merk schon, wir wollen von gut nach schlecht looten, das erste, was wir auch machen, ist Fridges. Ja, ey. Die BPs kommen dann aber. Nee, von schlecht nach gut, habe ich gesagt, aber naja. Ja, habe ich auch gesagt, aber ja. Hotfoots, wer ist das nochmal? Hotfoots. Oh, die Deutschen. Immer Deutsche. Die Deutschen sind reich, krank. Wo ist denn das hier connected? Da. Obacht, Marco! Obacht! Oh. Obacht ist ein krankes Wort. Oh. Haben wir reingesammelt. Obacht! Obacht! Oh ja, das sammelt doch. Die ganzen Tanks sind noch nicht ready, die haben. Das Digga, wer auch immer für diesen Bild hier verantwortlich ist, den würde ich gern finden. Digga, du kannst hier nicht runterlaufen wegen den Dedis. Ohne zu crouchen. Digga, also da, wenn ich den finden würde. Ich hab doch gesagt, ich hab Scheiße, ich kann einfach zu viel an, Jonas. Ich kann's. Jonas? Will er nicht, okay. Abgelehnt. Marco, abgelehnt. Ich merk schon. Besser. Marco, ich glaub mein eigenes Ding jetzt hier. Wow. Hey, Digga. Welcher Hundesohn, Digga, wirklich. Ja, wirklich. Digga, das war ja viel zu wichtig. Ja, geil, alles wieder kaputt, Digga. Und extra. Ja. Digga, ich sehe ihn da, wie er steht und C4 placed. Oh, Digga, du musst jetzt aber auch sein. Mal die Schnauze halten, sag ich. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du so krank weggebummst da alles. Nee, da waren 20 C4 in meinem Arsch drin. Also, Digga, was hast du denn erwartet? Ja, eigentlich schon genau das, was auch passiert ist.